angekommen, der letzte Tag im Jahr 2021. Wahnsinn, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Und darüber wollen wir reden. Vor allem wollen wir darüber reden, was lassen wir zurück und was darf mehr kommen im nächsten Jahr. So, habe ich mitgebracht die bezaubernde Selina Röttinger. Heißt sie ja auch schon. Hallo. Hallo. Sieh, du hast die Haare schön. Ich habe ein bisschen mit meinen gekämpft. Ja, heute irgendwie ging es. Die werden gleich trockener und dann werden die ein bisschen, naja, nicht mehr so schön. Ja, meine werden gleich trockener und werden dann noch ein bisschen mehr nicht schön. Genau. Heute reden wir über Haare. Nein. Diesmal nicht. Ich habe auch ein bisschen länger gebraucht, weil ich musste mir noch einen Drink vorbereiten, ja, einen Silvester-tauglichen. Das sieht gut aus. Finde ich auch. So, worüber reden wir denn in Wirklichkeit, Selina? So das, was kommt, ne? Ich glaube, so ein bisschen, was wir nicht mehr brauchen in unserem Leben und was wir dafür mehr wollen oder mehr vielleicht schon sind. Ja. Ich glaube gar nicht, dass es ums Wollen geht, sondern vielmehr darum, wer sind wir eigentlich und wie können wir das noch mehr verkörpern. Das ist ja verrückt, ne? Dass zum Beispiel in der Gene Keys Aktivierungssequenz, in der Begleitung sprechen wir so viel darüber, wie wichtig es ist, den Schatten anzunehmen. Und was wir manchmal nicht so sehr im Fokus haben, ist, dass es auch schwierig ist, die Gaben anzunehmen. Nicht immer, aber manchmal. Na, weil die, manchmal sind die riesengroß. Also ich meine, wenn man sich jetzt die eigene Gene Keys Aktivierungssequenz oder das Human Design anguckt, gibt es ja niemanden, der so ein bisschen so ein Na-ja-Lebensthema hat. Na, so ein eins, was nicht so wichtig ist. Alle haben eigentlich hier auf der Erde eine ganz besondere Bestimmung, eine ganz besondere Aufgabe. Ne? Und das anzunehmen und zu sagen, ja, ich trete jetzt nach vorne und lebe das und verkörpere das und nehme es auch in Kauf, dass manche Leute mich dafür nicht mögen werden. Es ist schon eine Riesensache, ne? Ja. 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 Ich finde auch, es ist ja so, uns wird ja immer so suggeriert, es ist so schön, alle Möglichkeiten zu haben, oder? Ne? Die Welt steht dir offen, du kannst alles sein, wenn du nur möchtest. Aber man akzeptieren, dass eigentlich dein Lebensthema, dein Human Design ziemlich limitiert ist und ziemlich fixiert ist. Und dann zu sagen, ich nehme dieses enge Gewand irgendwie und das lebe ich jetzt aber zu 100%. Na, das ist ja auch so eine Sache. Mit all der Offenheit, man möchte ja immer jeder irgendwie alles sein. Ja. Einfach zu feiern, dass man eben nicht alles ist, sondern dass man eben genau diese eine Rolle hat. Ja. Und auch wirklich ausübt. Ja. Und dass es meistens nicht so ist, wie das, was man sich vorgestellt hat, ne? Ich glaube, wenn man so Leute fragt, bevor sie ihr Human Design oder ihre Gene Keys kennenlernen, na, was glaubst du denn, was deine Bestimmung im Leben ist? Manche haben ein ganz gutes Gespür dafür, ne? Je nachdem, wie viel Persönlichkeitsentwicklung sie gemacht haben, je nachdem, wie sie aufgewachsen sind. Aber viele von uns, also ich meine, ich bin super verloren durch die Welt gelaufen, ungefähr 34 Jahre schon locker, ne? So. Ich hatte keine Ahnung. Und jedes Jahr hätte ich dir was anderes erzählt. Ja. Und es gab lange Zeiten, wo ich nicht mal daran geglaubt habe, dass wir jetzt so eine bestimmte Bestimmung haben. Ne? Ich dachte so, naja, wir sind jetzt hier und dort sterben wir so. Ne? Schon so Hardcore-Atheistin auch. Ne? Also wie, naja, das, es gibt halt keinen Lebenssinn. Ja. Ja, ihr Lieben, die ihr zuschaut, wie schön, dass ihr da seid. Ich war mir nicht ganz sicher, ob irgendjemand am 31.12. Lust und Zeit hat, zu einem Live zu kommen. Aber ja, hier seid ihr, wie schön. Wie geht's euch denn heute? Wie geht's dir heute? Machen wir doch eine Skala, oder Selina? Was meinst du? Möchtest du was anderes machen? Ich mache immer die Skala, ne? Ja, vielleicht willst du das gar nicht. Okay, auf einer Skala von 0 bis 10. Ich würde sagen, von 0 bis 1. Auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. 10, das ist der schönste Tag meines Lebens. Wie gut geht es dir heute? Schreib es mir. Ich möchte es wissen. Ich möchte es wissen, wie du heute hier bist. Selina, wie ist es bei dir? Ich bin so eine 8. Ich
Ich bin auch so ein Ja. bisschen müde, bin gerade erst Ja. aufgestanden, habe ganz schnell geduscht, damit ich hier jetzt mit dir sitzen kann. Ja. Aber ich bin, das ist so lustig, ne? Ich bin so, die letzten Tage, jeden Tag habe ich irgendwie gemerkt, das ist schon cool, ne? Es wird irgendwie immer besser, das Leben wird irgendwie nur besser. Oh, du bist hier in guter Gesellschaft mit der 8. Georgia, hallo Georgia, ich hatte dich gar nicht gesehen. Georgia 8, Kim 7, Pia 8, Pirjo 8, Krille. Krille, schöner Name. 7. Ich würde auch sagen, eine 8. Es geht mir ganz gut. Ich bin ein bisschen frustriert, ne? Ich hatte schöne Silvesterpläne, die sind ins Wasser gefallen, aufgrund der aktuellen Situation, in der wir uns alle befinden. Es war ein Silvesterball geplant. Ich hatte neue Kleidung gekauft. Ja, das findet nicht statt. Das heißt, so ein bisschen Frustration ist da auf jeden Fall. Heute 7, letzten Tage 2. Okay, das ist ja eine Riesenverbesserung zu den Tagen davor. Ist auch schon mal schön, ne? Es ist immer schön zu sehen, finde ich, auch wenn man schlechte Tage hat, irgendwie zu merken, oh, es geht ja wieder bergauf, ne? Manchmal geht es mir richtig schlecht, aber in den allermeisten Fällen geht es irgendwann wieder bergauf. Meine auch, mach das Beste draus. Ja, genau. Ich nehme auch an, ich bin nicht die Einzige, deren Silvesterpläne ausgefallen sind und ins Wasser fallen. Ne? Ich glaube, da bin ich hier vielleicht auch in guter Gesellschaft. Ja, jetzt bin ich Kleider dennoch tragen. Naja, ich habe es gerade an. Man sieht nicht so viel davon, aber ja, ich habe mein Make-up für euch aufgelegt. Man sieht es vielleicht nicht. Ich habe Glitzer für euch aufgelegt. Ha, ja, ich Ja, sehe ich sehe es. es. Ich habe extra Glitzer für euch aufgelegt und einen Lidschatten mit 3 Farben. Ja. meine Haare sind auch gerade am Trocknen. Yeah. Wet Hair Club. Schön. Ja, das heißt, wenn ihr Lust habt und eure Silvesterpläne auch ausgefallen sind, schmeißt euch in Schale, sagt man das so. Zieht euer schönstes Silvesterkleid an Ich habe auch was und Glitzerndes an. sehr schön. Macht euch einen Drink. Meiner ist alkoholfrei übrigens. Granatapfelsaft, Zitrone, Wasser. Begleitet uns. Begleitet uns auf dieser kleinen Reise von damals zu jetzt in die Zukunft. Selina, ich bin so neugierig. Ne? Du hast gesagt, bei deiner Rauhnachtsbegleitung war, glaube ich, einer der ersten Tage, erster oder zweiter Tag war, man sollte das alte Ich aufschreiben und das neue Ich und das alte sollte man verbrennen. Ne? Genau, ja. Ja. Das war so, ich glaube, am 24. habe ich das gemacht. Ja. Man hatte so zwei Teile. Ich habe jetzt nur noch das neue Ich und heute Morgen habe ich überlegt, ich weiß schon gar nicht mehr so ganz genau, was auf dem alten Ich drauf stand. Aber es war super spannend, weil ich das, wir haben das zusammen gemacht. Das heißt, ich habe das dann vorgetragen, ne, mein altes Ich. Und alleine hätte ich das gar nicht gemerkt. Ich habe das neue Ich immer so in der dritten Person vorgestellt. Die ist dann das und das, ohne überhaupt zu realisieren, dass das ich bin. Ja. Genau, und dann haben wir so eine kleine Zeremonie gemacht und das verbrannt und ich habe das nochmal vorgetragen und auch so, ich glaube, mir das erste Mal in meinem Leben auch so eine Dankbarkeit gespürt, weil all diese alten negativen Eigenschaften haben mir was gebracht, ne? Das war so schon so ein Antrieb. Das ist wie bei den Schinkis, die Schatten. Da ist einfach immer auch was Schönes mit dabei. Ja. Das so feierlich zu verabschieden war irgendwie berührend. Ich habe auch ein bisschen geweint. Was Ja. würdest du denn sagen, was das Schöne daran war, an diesem alten Ich oder den Schatten? Ich kann, also das klingt so doof, ne? Da standen auch so Sachen drauf, wie dass ich unsicher bin oder ne, Konfrontationen vermeide. Ganz viel Nicht-Selbst stand da halt drauf. Aber so zu sehen. Naja, das war halt so, es war irgendwie so ein gefühltes schwaches Ich, das nicht für sich einsteht, aber zu sagen, ja, okay, es hat mich dahin gebracht und es war irgendwie trotzdem immer dieser Kern da nach einer Suche mehr zu mir selbst. Und das einfach auch mal zu ehren und das nicht so wegzudrücken, zu sagen, ja, voll blöd, dass ich dann so unsicher war oder weiß ich nicht, ich habe auch draufgeschrieben, Fake-Generator, ne? Dass ich halt total über meine Grenzen gegangen bin. Einfach mal anzuerkennen, dass ich das gemacht habe, was ich alles geschafft habe, obwohl ich eigentlich nicht die Energie dazu hatte, ne? Ja. Und das irgendwie so in Ehren zu halten, fand ich so schön. Ja. Ich weiß gar nicht, sollen wir noch mal unsere Designs sagen?
Früher sind wir ja dauernd live gegangen, ne? Ich glaube, alle wussten so, was wir für Designs haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das noch so ist. Ja, was bist denn du? Ja, also ich bin eine 4-6-Mils-Projektorin und habe natürlich die letzten 30 Jahre als Supergeneratorin gelebt, ne? Ja. Ich bin 4-6-MG mit sakraler Autorität. Ja. 4-6er Club. Genau. Was wollte ich sagen? Ja, ach so, was uns das auch bringt, ne? Ich glaube, ganz viele von uns, wenn wir im Schatten sind, hat das meistens irgendwas mit so, dass man klein ist, ne? Dass man vielleicht, was sind so die richtigen Wörter, dass man klein ist, dass man vielleicht so ein bisschen blass ist, dass man sich ein bisschen versteckt. Auch, dass man unruhig ist, ne? Dass man Dinge erzwingt, all diese Sachen. Aber ich finde, worüber wir fast nie sprechen, und wir meine ich gesellschaftlich, ne? Ist, in was für einer großen Sicherheit uns das hält. Also so dieses, ich habe, glaube ich, mehrfach einen Post in meiner Story geteilt, weil ich den so toll fand und der ging irgendwie so in die Richtung, es ist okay. Oh Gott, ich krieg's, glaube ich, nicht mehr zusammen. Es ist okay, sozusagen das alte Ich zu betrauern, weil es so komfortabel war. Ja. Und genau das ist so dieses, ja, sich so klein zu machen und ein bisschen sich bedeutungslos auch zu fühlen und vielleicht auch alleine zu fühlen. Das klingt vielleicht komisch, aber am Ende fühlt sich das einfach sicher an. Und das ist hart, das hinter sich zu lassen. Und das ist auch traurig, das hinter sich zu lassen, ne? Und diese ganze, dieses Unkomfortable dann einzunehmen, dieses, ja, ich sage jetzt, was ich wirklich denke. Und ich weiß nicht, wie Leute darauf reagieren werden. Ja, ich bin jetzt sichtbar bei Instagram oder wo auch immer. Meine Verwandten sehen, was ich hier tue. Meine Freunde aus der Schule sehen, was ich hier tue. Das ist nicht komfortabel, ne? Das fühlt sich die meiste Zeit nicht total gut an. Und ich finde, also das finde ich so wichtig, zu sagen, hey, ist es okay, wenn du traurig bist? Dass es, als du klein warst, ein bisschen komfortabler war. Wenn das so war. Ja. Und so finde ich, dient uns halt der Schatten unglaublich. Ne? Wir wollen immer wachsen, aber wenn wir dann wachsen, merken wir, dass das auch manchmal nicht so, nicht immer schön ist. Ne? Manchmal ist es geil und manchmal ist es unangenehm. Ja. Pia schreibt, bin auch 4-6-Mils-Projektorin und habe sehr lange als Generatorin gelebt und mich ausgebrannt. Ja. Ja, das hören wir von vielen Projektorinnen. Ne? Die meisten haben als Generatoren gelebt. Oder als MGs oder als Manifestoren. Ne? Auf jeden Fall, ich meine, was gibt es für Vorbilder, ne? Wie man als Projektor lebt, gibt es kaum. Na, schon gar nicht jetzt in der Öffentlichkeit. Ja. Magst du uns denn von deinem alten Ich erzählen? Ja, das ist so eine große Geschichte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Ich habe einen ganz großen Schatten oder so eine ganz große Wunde. Das würde ich sagen, eine meiner Kernwunden, dass ich einsam bin, ne? Dass ich einsam bin, dass ich alleine bin und dass mich auch keiner mag. Und wenn wir jetzt in unser Human Design reingucken, ist das für ein 4-6er-Profil nicht so unüblich, so ein Gefühl von irgendwie finde ich nicht die richtigen Leute. Ne? Die Leute, mit denen ich zusammen bin, die verstehen mich nicht hundertprozentig, aber ich wünsche mir so sehr Zugehörigkeit. Ganz typisch, auch sehr typisch für die, die die 59 haben als Tor oder als Genschlüssel. Und wenn wir so eine tiefe Wunde haben, ist das ja immer verbunden mit einer ganz ausgeprägten emotionalen Ladung. Das heißt, wenn wir da wirklich reingehen und uns wirklich darauf einlassen, das zu spüren, kommt oft ganz viel Trauer. Manchmal auch Wut, aber vor allem Trauer. Und ich habe sehr viel somatische und Körpertraumaarbeit gemacht und ich habe diese Trauer gespürt und ich habe das innere Kind, habe ich getröstet und alles Mögliche. Ne? Und irgendwann habe ich gemerkt, diese Geschichte, die existiert noch, aber es ist nur noch eine Geschichte.
Es ist wie so eine leere Hülle nur noch. Ne, es ist irgendwas passiert und ich habe gemerkt, dass so automatisch kommt diese Geschichte von, ja, ich finde nicht die Richtigen, ich habe niemanden, keiner mag mich, ich bin so allein. Und nach wahrscheinlich einer Stunde, ne, wo es mir so ging, habe ich auf einmal gemerkt, irgendwie passt das nicht mehr. Na, das ist wie, als würde man diese alte Hose anziehen wollen, als man 14 war, ne? Und denkt so, ja, irgendwie passt die nicht mehr. Ich kann den Knopf nicht mehr zumachen. Und der Stil passt auch nicht mehr zu mir. Das bin ich nicht mehr. Und diese Erkenntnis war unglaublich, ne, dass diese Geschichte noch da ist, weil diese ganzen neuronalen Nervenbahnen so stark sind. Ne? Es kommt ein Trigger und ich denke immer, ich bin einsam und so, bla 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 bla. Aber die emotionale Ladung ist nicht mehr da. Und es ist einfach nur noch so eine leere Hülle, die so leer läuft einfach. Und das war ein unglaubliches Gefühl zu merken, ja, da bin ich rausgewachsen. Na, das bin ich mehr ich. Das ist auch eine Geschichte, die hat mich total sicher, also die hat dafür gesorgt, dass ich mich sicher fühle. Aber jetzt bin ich für ganz andere Dinge bereit, ne? Und das sozusagen als altes Ich auch aufzuschreiben und zu verbrennen, ne? Ich habe das dann nach deinem Vorbild gemacht. Ich hatte das Gefühl, es war unglaublich wichtig. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass man jetzt nicht irgendwas aufschreibt und verbrennt und so, ne? Und dann ist das ganze Leben anders, sondern das ist so, irgendwann, glaube ich, gibt es diese Momente, wo man wirklich spürt, das gehört nicht mehr zu mir. Ne? Diese Gedanken kommen noch mal manchmal, aber eigentlich bin ich bereit für was anderes. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Dinge aufgeschrieben, aber das war wirklich so dieser ganz große Kern von, wenn ich mich in meinem Leben umgucke, stimmt es einfach nicht mehr. Na, es gab einen Moment, wo das wirklich so war, ne, wo mich niemand verstanden hat und wo ich mich ausgeschlossen gefühlt habe und wo ich sehr einsam war. Und dieser Moment ist lange, lange vorbei, so ungefähr 20 Jahre lang. Ne? Ne? Und das darf jetzt gehen. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt, wo es gehen darf. Und wenn das gehen darf, ist natürlich Unglaubliches möglich. Ne? Ja. Ja, das war mein altes Ich, das gehen durfte vor ein paar Tagen. Kommt das auch nicht auch von deinem Weitergehen im Sechserprofil? Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, denn bei diesen falschen Menschen bin ich natürlich gelandet, als ich noch eine Dreierlinie war, ne? Also lange vor 30. Und natürlich ist seit 30 sehr viel passiert, ne? So in dieser Phase und irgendwie das jetzt alles auch zu reflektieren und aufzuarbeiten und Coaching zu machen und Therapie zu machen und Healing-Sachen zu machen und so, ne? Hat sicherlich auch damit zu tun, dass irgendwie mit dieser Dachphase von der Sechserlinie, ja, glaube schon. Das sich lösen halte ich für viel schwieriger als die Erkenntnis davor. Ja, das ist spannend, ne? Dass man. Man hat manchmal so große Erkenntnisse und dann steckt man da weiter fest. Ne? Das habe ich auch gemerkt. So, ich habe so, ja, ich würde sagen, so normales Coaching erstmal gemacht, das ist systemisches Coaching, hatte ich riesige Erkenntnisse und ich konnte natürlich einige Sachen für mich umsetzen. Aber dieses Loslassen war eigentlich erst möglich, als ich viel auch so dann die somatische Arbeit gemacht habe, ne? Wo es wirklich die Dinge im Körper gelöst werden, kombiniert mit Theta Healing. Ja, das Lösen ist manchmal ganz schön schwierig, weil sich diese alten Geschichten, die fühlen sich halt, wie gesagt, so komfortabel an. Ne? Das sind ja die Geschichten, die uns so vertraut sind. Ja. Total schön. Es ist so, ach, irgendwie, ich kann mich damit auch so identifizieren, ne? Gerade dieses, na, irgendwie habe ich nicht dazugehört, ne? Und ganz oft stimmt es einfach nicht. Wir schließen uns selbst aus und es stimmt nicht. Und das dann, also diese Geschichte so loszulassen, bringt so einen Mehrwert. Tschüss, Grille. ja. Ja, wir schließen uns selber aus, ne, indem wir uns nicht öffnen.
Und manchmal halten wir so sehr fest an Menschen und Gruppen, die, wo wir eigentlich wissen, dass das nicht die richtigen für uns sind, ne? Es geht irgendwie in beide Richtungen, habe ich so das Gefühl. Es ist ja auch so blöd, zum Beispiel so alte Freunde loszulassen, mit denen man schon ewig befreundet ist, oder? Ja. Noch nicht mal Freunde, manchmal sind es auch nur Bekannte, ne? Und dann ist trotzdem, sieht man sich wieder und man ist so, naja, jetzt muss ich da irgendwie schreiben oder jetzt muss ich da irgendwie nett sein und macht ein bisschen Smalltalk und eigentlich hat es noch nie gepasst. Das ist ja auch blöd zu sagen, hey, ich mag dich nicht. Ja. Ist ja auch nichts Persönliches. Ich glaube, das ist auch schon wieder so, wir wollen halt irgendwie nett sein, ne? Ja. 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 Wir wollen auch niemanden auf die Füße treten, ne? So. Ja. Das ist ja auch, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe ja die zwei Posts in den letzten 2 Tagen gemacht mit, ne? Wie macht man eigentlich so einen Rückblick und so gute Vorsätze basierend auf Human Design und den Gene Keys? Und da habe ich selber auch nochmal überlegt, was sind denn so die Zentren, also die Human Design Zentren, wo ich so am meisten von Schatten in die Gabe gekommen bin, ne? Oder von Nicht-Selbst ins Selbst. Und gerade so das Emotionszentrum ist es halt bei mir, ne? Bei mir undefiniert. Und es ist dieses, es ist für mich immer okayer, wenn andere Leute nicht gut damit klarkommen, wie ich mich verhalte. Das ist, glaube ich, eines der ganz großen Veränderungen so der letzten 3 Jahre, würde ich sagen. Ja. Ja. So schön. Ja. Was hast du denn noch gehen lassen? Noch irgendwas zum Alten, zur alten Selina? Also, das ist ja bei mir auch immer, ne? Ich verbrenne das dann und dann vergesse ich es irgendwie. Ja. Ich weiß, es war auf jeden Fall auch so was drauf wie Mittelmäßigkeit, ne? Das ist ein Schatten von mir, liegt im Tor 8. Als ich das aufgeschrieben habe, war auch so, der ist natürlich mit einer Riesenangst verbunden, ne? Individuell, dieses, ich möchte nicht mittelmäßig sein, ich möchte einzigartig sein. Und diesen Schritt rauszugehen und zu sagen, ja, genau, diesen Schritt zu machen, zu sagen, das bin ich und wenn du es doof findest, findest du es doof. Das war so eins. Und ich glaube, ich war sehr mittelmäßig, gerade mit emotionalen Situationen. Ne? Dann sich so ein bisschen verstecken. Und das ist ja so ein bisschen paradox. Als Projektor möchte man so unbedingt gesehen werden. Und wenn man dann gesehen wird, versucht man möglichst sich anzupassen, um mittelmäßig zu sein. Weil es so Ja. komisch ist. Das war auf jeden Fall auch noch so ein Punkt. Das ist total spannend, dass du das sagst. So ein bisschen, ich möchte gesehen werden, aber nicht auffallen. Ne? Ich möchte bitte hier so aussehen wie alle, aber dann sieh mich bitte, ne? So. Ja. Ja, an die anderen Sachen erinnere ich mich schon gar nicht mehr so richtig. Da ist es auch schöner, das loszulassen und das wirklich zu ehren und dann aber zu gucken, was möchte ich stattdessen. Ja, das ist ja auch, sagt Richard Rudd ja ständig, 20% Schattenarbeit und geh da wirklich tief, erkenne das an, aber dann bitte guck mal in die Gabe und mal in die City und was ist denn eigentlich da? Ja, dann lass uns doch damit weitermachen. Was ist denn, wer ist denn die neue Selina? Welche Gaben kommen denn nächstes Jahr so richtig zum Strahlen? Worauf dürfen wir uns einstellen? Das ist so lustig, ne? Weil jetzt in dem Moment war das so riesig, vor allem als ich das dann vorlesen musste und nicht gesagt habe, sie ist das, sondern ich bin das. Und wenn ich mir das angucke, denke ich mir, hä, es ist schon so viel da. Ne? Es ist eigentlich lustig, dass das so ein Riesending für mich war, das auszusprechen. Aber ein Punkt ist so, ich bin Projektorin. Und das klingt so simpel, aber ich habe halt immer als Generatorin gelebt. Und zu sagen, ich bin Projektorin und ich möchte so leben, mich nicht ausbrennen und gesehen werden und auch ein Guide werden und sein, das ist so schön, weil ich gerade an meinem Geburtstag gemerkt habe, ich habe viele Nachrichten gekriegt, wie ich gesehen werde. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass ich so gesehen werde und so einen Unterschied mache im Leben von anderen Menschen. Und gerade du hast mir auch eine Nachricht geschickt. Du hast so ein paar Worte benutzt. Ich fand das richtig lustig, die in meinem Human Design vorkommen. Du hast dann so Keywörter benutzt. Und ich glaube nicht, dass du das absichtlich gemacht hast. Und ich dachte mir, krass, das bin ich. Und ich werde gesehen für meine Talente, für das, wer ich wirklich bin. Und das war so schön, wo ich. Das jetzt mein neues Ich ist, aber auch schon mein jetziges Ich einfach. Ja,
alles schon da ist. Ne? Ja. Ja. Was wird denn die größte Veränderung dann nächstes Jahr? Ich glaube, die größte Veränderung wird sein, ich glaube, das dreht sich um diese Mittelmäßigkeit. Einfach noch mehr den eigenen Stil zu haben und mutiger über die Themen zu sprechen, die mich wirklich bewegen. Ich habe das gemerkt im letzten Jahr oder die letzten 1,5 Jahre. Da hatte ich viele Fragen und wir Projektoren sind ja gerade am Anfang immer nicht so geschickt. Ne? Wir gehen oft einen Schritt zu weit und provozieren dann ein bisschen mit den Aussagen, die wir machen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so meinen Post, die habe ich immer 5-mal gelesen, um nochmal zu gucken, ob ich jetzt nicht einem Generator auf die Füße trete oder ob sich ein MT jetzt nicht mehr gesehen fühlt oder ob das blöd ist für Manifestoren. Einfach nur, wenn ich meine Projektorperspektive oder so, wie ich mich gerade in dem Prozess fühle, teile. Und das wird sich verändern. Einfach mal klarer zu sagen, was ich sehe. Ja. Und vielleicht einfach auch dann auszuhalten, dass Leute das doof finden. Ja. Ja. Das heißt, wenn du dich nächstes Jahr super provoziert fühlst von Selinas Post, liegt es nicht an, liegt es nicht an dir? Doch, es liegt an dir. Aber es ist nicht deine Schuld. Selina hat sich, verändert sich einfach. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an diesen Post, den ich gemacht habe, ob Generatoren Coaches sein können oder wie der Unterschied ist zwischen Projektor-Coach und Generator-Coach. Ich hatte nur einmal was in der Story gesagt, da habe ich ganz schön viel Feedback gekriegt. Und diesen Post, ich habe den so schwach formuliert, weil das kommt eigentlich gar nicht raus, wo der Unterschied ist und was ich wirklich für eine Meinung habe. Und ich hatte trotzdem, obwohl ich den so soft formuliert habe, wahnsinnige Angst, dass jetzt mich alle hassen werden. Ja. Dabei hast du ja auch in deinem Design eigentlich drin, dass du eine starke Meinung hast, ne? Oder dass du eine definierte Meinung hast, ne? Das ist eigentlich ja was du uns mitgibst, ne? Und dann ist es halt unser Problem, ob wir das gut finden oder nicht. Tatsächlich meine Bestimmung, ne? Ja. 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 Schön. Ich freue mich drauf. Ja, und grundsätzlich habe ich hier Worte stehen wie geliebt und liebend, geerdet, verbunden, mutig, offenherzig, leicht, glücklich. Ja, dann geht es noch so ein bisschen, natürlich Chinky Sky bin ich. Und es geht auch in die Richtung Geschichtenerzählerin. Das ist so ein Aspekt meines Designs, das ich mir leben möchte auch. Ja, ja. Ja. Wie schön. Was ändert sich denn bei dir? Ja, ich habe ja tatsächlich mir über Weihnachten Zeit genommen und bin nochmal meine Gene Keys Aktivierungssequenz durchgegangen. Ne? Das ist so das, was im Human Design das Inkarnationskreuz ist. Und bin das zum ersten Mal nur mit den Gaben und den Sidis durchgegangen. Ne? Normalerweise guckt man sich sozusagen Schattengabe Sidi an. Und ich habe so gedacht, so, ich habe so viel Schattenarbeit gemacht, so viel. Jetzt für diesen Moment reicht es erstmal. Ich möchte eigentlich nochmal verstehen, was genau sind meine Gaben, wie komme ich dahin, was sind auch die Voraussetzungen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen dafür. Ne? Habe mir das sehr genau alles nochmal angeguckt, teilweise durchgelesen, teilweise die Audios nochmal gehört. Und für mich ist dieses Wort Größe jetzt so wichtig. Ne? Das habe ich als mein Wort 2022 irgendwie so im Englischen, so Bigness. Ne? Einfach so dieses, jetzt ist die Zeit vorbei, irgendwie so klein zu sein, ne? Und so sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Ne? Also ähnlich wie bei dir so dieses, naja, ich sag jetzt einfach wirklich, wie meine Meinung ist. Ne? Und ich habe das ja auch, ich habe Inkarnationskreuz 39, 38, 21, 48, ne? Und das, die 39, 38 sind halt individuelle Tore. Das heißt, es geht ja nur darum, das zu machen, was ich will, so wie ich es will. Und ganz individuell zu sein und
es eben nicht konventionell zu machen, ne? Und da auch als so wirklich Lebenswerk und Lebensaufgabe anzunehmen, dass es darum geht, Konventionen zu durchbrechen, Muster zu durchbrechen, ne? In Kombination mit dem 4-6-Profil ein Vorbild dafür zu sein, Konventionen und Muster zu durchbrechen, ne? Und es geht natürlich nur, also es geht nicht nur, wenn man das in der vollen Größe macht, aber je größer man das macht, desto mehr können Leute das natürlich sehen, ne? Desto besser fühlt es sich natürlich für mich gut an. Und dann, wenn man so die Audios von Richard Rudd anhört zu den eigenen Genschlüsseln, ist halt bei mir sehr viel, da geht es immer um Kriegerin. Also bei 3 von 4 Genschlüsseln geht es immer um Kriegerin. Kriegerin des Lichts, schamanische Kriegerin. Und das irgendwie auch noch stärker anzunehmen. So dieses, da steht auch, naja, diese Genschlüssel, die sind nicht sanft. Na, und ich glaube, ich bin so, von dem ich aufgewachsen bin, bin ich oft so, ja, und Leute denken, ich bin so ganz nett und so, ne? Und doch, ich kriege oft die Rückmeldung, dass ich auch ganz niedlich bin und so, ne? Und das sind die 39 und die 38 halt nicht. Ne? Das ist eher so ein bisschen wie, wie ist das, Elefant im Glashaus. Ne? Und Leute, die mit mir zusammenwohnen, die merken das ja schnell, ne? Weil ich auch dauernd Dinge kaputt mache und so. Ne? Und das so voll anzunehmen, auch diese und diese Krieger, also so eine Kriegerarchetypen auch anzunehmen und noch stärker zu verkörpern, das habe ich mir vorgenommen. Und das ist ja eine sehr, würde ich sagen, eine sehr maskuline Energie, ne? Was zu machen, eine Durchsetzungsenergie, eine, ja, stärker was Erschaffendes auch oder was Erledigendes, stärker als Erschaffen vielleicht. Und dann habe ich aber die 48 als Bestimmung. Und das ist halt eigentlich ja mit der weiblichste Genschlüssel. Ja, das ist eine große weibliche Energie. Und das ist Göttinnenenergie. Ne? Das ist eigentlich so Divine Femininity. So, ne? Und das auszubalancieren und so dieses tiefe Vertrauen und diese tiefe Verbindung zum Universum zu kultivieren. Dieses Gefühl immer wieder aufzubauen vom natürlich ist das Göttliche in uns und wir sind göttlich, weil wir aus dem Göttlichen gemacht sind. Das meine ich nicht in einem christlichen Sinne, sondern in einem spirituellen Sinne. Also wir sind ja einfach nur aus dem Universum gemacht. So, ne? Und wenn das Universum göttlich ist, dann sind wir auch göttlich. Ne? Und das zu kultivieren und nicht nur für mich persönlich zu nutzen, sondern eben auch in die in die Programme einzubringen, in die Workshops einzubringen, die wir jetzt nächstes Jahr auch durchführen. Ja, um sowas geht es. Diese ganzen Qualitäten sozusagen zu amplifizieren, ne? So eine weibliche, göttliche, spirituelle Qualität und auf der anderen Seite dieses, ich wollte gerade fast sagen, so eine harsche Qualität, aber eigentlich so eine große Macherqualität auch, ne? Und das sozusagen zu balancieren, immer Kriegerin und Göttin, ne? Sozusagen. Und ja, das ist sozusagen, es ist ja nicht the new me, die noch nie da gewesen war, sondern wie bei dir ja auch, geht es nur darum, die Gaben, die sowieso da sind, ein bisschen zu amplifizieren, ne? Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, was sind dann die Kontexte, was brauche ich dafür, um das machen zu können, ne? Und das alles mit aufgeschrieben. Mein Vision Board ist gerade noch in der Umsetzung sozusagen immer wieder dieses, okay, was brauche ich denn? Was brauche ich denn, um tief im Vertrauen sein zu können jeden Tag? Was brauche ich denn, um individuell gegen Konvention handeln zu können und so, ne? Ja. Ja, so ist das. Ich finde das so schön und ich freue mich ja immer so. Manchmal sind Leute so enttäuscht, wenn sie Inkarnationskreuz sehen. Ja. Und ich glaube, je tiefer man da reingeht und desto mehr man das wirklich anerkennt, desto schöner fühlt sich's an. Weil es ist ja ein Riesenteil von mir. Und das wirklich dazu stehen, zu sagen, ja, ich bin das. Und ja, jetzt mache ich das groß. Ja. Das war immer so schön. Ja, und das wirklich, irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo man das auf einmal spürt, ne? Wo man das so im Alltag erkennt und so denkt so, ja genau, das bin ich. Und ich, oh Gott, das muss ich noch erzählen. Das habe ich natürlich Selina schon als Sprachnachricht erzählt. Ich habe mich so gefreut, ich habe die, ich weiß nicht mehr, die 39 und die 38 sind sehr ähnlich, ne? Also mein Lebenswerk und meine Erde oder meine
bewusste Sonne, meine bewusste Erde. Und ich habe mich so gefreut, weil Richard Rudd da irgendwas schreibt von Widerspenstigkeit. Gott, habe ich mich darüber gefreut. Ich habe das so gefeiert, dieses Wort. So gefeiert, ne? Weil ich das natürlich, ich meine, meine Mutter früher, die war verzweifelt mit mir. War verzweifelt mit mir, weil ich so ein widerspenstiges Kind war. Ne? Das heißt, ich bin für diese Eigenschaft nicht unbedingt gelobt worden. Ne? Ich habe eher gelernt, dass man halt so nicht zu sein hat. Aber ich weiß ganz genau, dass ich das bin. Und ich habe sowas hingeschrieben wie so widerspenstige Hingabe, ne? Als etwas, was ich einfach leben möchte. Was ja schon fast so ein Kontrast ist. Ne? Wie geht das? Weiß ich nicht genau, wie das geht, aber irgendwie das wieder einzuladen, auch Teile von der Gabe, die als Kind nicht willkommen waren in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, wo auch immer. Ne? Und wir zu sagen, ja genau, wenn ich irgendwas bin, dann bin ich widerspenstig und extrem hartnäckig. Ne? Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, da kannst du mir erzählen, was du willst. Ne? Das ist mir egal. Das ist mir egal. So. Ich lache gerade so sehr, weil ich habe die 38 ja auch dreimal in meinem Design. Die ist gerade auf der Sonne. Ne, die gehört auch zum Steinbock. Generell. Die Tore, die jetzt kommen, ich habe die irgendwie alle. Ne? 54, 38, auch die 58 so ein Stück weit. Das ist halt, geht halt von der Wurzel Richtung Milz. Ne? Das ist dieses wichtig zu überleben. Das ist so ein Druck. Und dann bleibst du da irgendwie so dran. Dickkopf hat man früher mal zu mir gesagt. Ne? Man konnte, wenn ich Kopf, was Sturkopf. Entschieden hatte. Ja, genau. Das ist so, niemand kann mich davon abbringen, ne? Bei dir aus. So. Niemand hält mich davon ab, so, ne? Kannst du mal versuchen, so. Viel Spaß. Ja. Ne? Waren nicht immer die besten Entscheidungen, ne? Es waren oft Entscheidungen. Definitiv nicht, ne. Ich habe auch ein bisschen Empathie jetzt mit meinen Eltern, ne? Beide auch Projektoren, ne? Die haben natürlich gleich gesehen, dass das nichts für mich ist. Ja. Ich muss halt manchmal lachen, weil meine Mutter ist ja eine Ego-Manifestorin, ne? Und ich meine, niemand und nichts kann eine Ego-Manifestorin aufhalten, außer ein MG-Kind mit der 39 und der 38 im Inkarnationskreuz. Das ist natürlich auch die Ausdauer, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe The Long Game gespielt, ne? So die Herzenergie ist halt dann auch irgendwann aufgebraucht, ne? Also das, so gerade in meiner Teenagerzeit sind halt Diskussionen irgendwie nach Tagen und Wochen irgendwann damit geendet, mit mach doch, was du willst, ne? Also meine Mutter hat halt irgendwann aufgegeben, weil sie nicht mehr konnte. Aber es tut mir auch ein bisschen leid, ne? Was sie da durchgemacht hat. Aber ich denke so, so, glaube ich, das Einzige, was so einer Ego-Manifestorin im Weg stehen kann, ist ein störrisches MG-Kind. Ja. Ich glaube, das ist so lustig. Wir sprechen über das neue Ich und eigentlich sind das so Eigenschaften, die so ein bisschen negativ klingen, ne? Ich habe in der letzten Woche generell erzähle ich mir die ganze Zeit, wenn jemand zu mir sagt, ich bin so tschatschi, ne? Irgendwie ich urteile. Ja, das ist meine Sonnenenergie. Hallo, ich bin dafür designed, um zu urteilen, um zu korrigieren. Und sich das einfach wieder zu nehmen und zu sagen, ja, das ist keine Kritik an mir oder dass ich das verändern muss. Ich sage einfach, ja, genau, dafür bin ich hier, um das irgendwie in der Art und Weise zu beurteilen. Ja, wenn du mich dafür nicht sehen möchtest oder mich nicht einladen möchtest dafür, dann halt nicht. Ja. Aber ich werde das nicht verändern. Und da kommt es natürlich schon wieder darauf an, dass man auf Einladung wartet, ne, und nicht einfach jeden beurteilt oder Dinge schlecht macht. Aber wenn man es dann macht, ist das doch cool. Ja. Ja, absolut, absolut, weil ich meine, dieses ganze New Me, the New Me, ne, neues Ich 2022, das hat ja auch was Problematisches, ne, wenn ich irgendwie anfange, mich irgendwie selber zu erfinden und jetzt will ich sein wie, weiß ich nicht, Kim Kardashian, keine Ahnung, wer man so sein möchte heutzutage. Ich möchte ja eigentlich nur sein wie Baby Yoda und ach Gott, ja. Und Ahsoka Tano, ne?
Und genau darum geht es ja nicht, ne? Es geht ja nicht mit diesem New Me nicht darum, dass man irgendwas konstruiert, was man nicht selber ist, sondern dass man sich die Dinge zurückerobert, wo man früher gelernt hat, dass sie schlecht sind, die aber in Wirklichkeit Gaben sind, ne? Und eigentlich geht es ja immer nur darum, zu sich zurückzukommen, zu sich zurückzukommen, ne? Also es ist nicht das New Me, sondern eigentlich ist es sozusagen, dass das alte Ich wird für das ganz alte Ich verbrannt, ne? Also das Ursprungs-Ich, mein Kern, ne? Meine Seele, das, was ich eigentlich im Seelenkern bin. Genau. Hier geht es wieder um Dekonditionierung, ne? Das Fake-Ich wird verbrannt, das richtige Genau. Ich, was Genau. drunter ist eigentlich, Ja. wird wieder hochgeholt. Ja. Und da finde ich, ist halt Silvester, das ist halt so ein, weiß ich nicht, so ein kultureller Anlass, um diese Dinge einfach nochmal zu reflektieren, ne? Also wir können diese Dinge ja das ganze Jahr über machen, aber sich jetzt nochmal die Zeit zu nehmen und die Dinge einfach aufzuschreiben, ein kleines Ritual zu machen und so, ich finde das sehr schön. Ich genieße diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester immer sehr, um genau sowas zu machen. Ja, du wirst natürlich gerade auch Truly. sehr unterstützt, ne? Unterstützt von der Sonne mit der 38 und der 39, die gerade im Transit sind. Das lässt das nochmal aufleben. Du musst noch mal erzählen, Selina, wenn du Lust hast, wie das eigentlich mit der 38 und dem Ziele setzen ist. Das finde ich so lustig. Ich finde das auch, also generell finde ich das so lustig, wie wir eigentlich feiern, ne? Weihnachten ist irgendwie, wenn Tor 10 so ein Stück weit im Transit ist, ne, dann sind wir irgendwie, ne, wir lieben uns selbst, wir gucken unser Verhalten nochmal an. Ne, ist ein Liebestor. Und irgendwie so um Weihnachten, nach Weihnachten ja das Tor 58 mit der Lebensfreude und irgendwie sind wir dann, feiern wir uns, sind ausgelassen. Und dann kommt halt so zu Silvester Tor 38. Und das ist halt so ein bisschen Kampf und Ausdauer. Ne? Und Silvester gibt es ja auch öfter so Auseinandersetzungen, Leute streiten zum Beispiel. Ja, und jetzt setzen wir uns da irgendwie so ein tolles Ziel, haben die 38 so im Hintergrund, pusht uns so ein bisschen, Ausdauer dafür zu kämpfen. Und dann halten wir 3, 4 Tage durch, vielleicht noch ein bisschen, vielleicht 2 Wochen, danach kommen wir das Tor 54 mit dem Ehrgeiz, vielleicht bleiben wir noch ein bisschen länger dran. Ja, dann ist halt vorbei, ne? Ja. Nach 1, 2 Wochen sind alle Vorsätze dahin. Die meisten Menschen haben eh ein offenes Herz. Dass es gar keinen richtigen Sinn macht. Vor allem auch jetzt keinen Sinn macht, sich wirkliche Vorsätze zu machen, weil das Human Design, ja, beziehungsweise gerade sind wir noch im Abschluss des Zyklus. Der neue Zyklus beginnt erst 22. Januar, glaube ich, ist es in diesem Jahr, mit Tor 41 dann, Tor der Ja. Fantasie. So ist es ja im Jahreskreis im Grunde genommen auch, wenn wir uns den keltischen Jahreskreis angucken. Ich meine, jetzt ist halt Zeit für Reflexion, ne? Das halte ich schon für auch wichtig, aber dass so Dinge langsam in die Umsetzung kommen, ist vielleicht so ab Februar, ne? Da denkt man mal drüber nach, Dinge umzusetzen. Sehr, sehr ähnlich. Ja. Vielleicht müssen wir Transit noch mal kurz erklären. Ich weiß es nicht genau, wie Genau, tief ihr alle so in Human Design und Gene Keys drin seid. Ja. Transit ist eigentlich nur, wo die Sonne oder die Planeten gerade stehen. Wir stehen quasi Ja. ja. Hattest du den Transit schon erklärt? Ich hatte ihn erklärt, aber ich Okay. weiß nicht, ob man es gehört hat. Es ist nur die Planetenstellung gerade. Die Ja. Energien, die Neutrinos, die uns gerade durchfluten und uns konditionieren. Ja. Ja, deswegen gibt es keine Ziele, ne? Also ich setze mir keine Ziele mehr. Nicht, dass ich jemals meine Ziele sonst erreicht hätte, aber. Ich habe heute gesehen, Facebook hat mich erinnert an meine Story letztes Jahr und da hatte ich 3 Vorsätze und das war sowas wie, ich hatte das schon wieder vergessen natürlich, aber es war sowas wie auf Einladung warten, Ja. mehr Pausen machen. Das habe ich schon wieder vergessen, aber es war so einfach ich selbst sein eigentlich. Na, das war Ja. so mein Vorsatz. Ja.
Ja, definitiv. Das ist ja auch ein bisschen das, was wir mit dem New Me machen, ne? Irgendwie nochmal so ein paar Schlaglichter auf ein paar Aspekte zu legen, die man so ein bisschen Aufmerksamkeit und Fokus legen möchte, ne? Ja. Ja. Für mich ist es definitiv auch das Wurzelzentrum. Ich würde sagen, von allen undefinierten Zentren, ne? Ich bin ganz gut so vorangekommen in der Konditionierung. Aber das Wurzelzentrum, das hält mich immer ganz schön auf Trab. Also das geht natürlich mal mehr, mal besser, mal schlechter. Aber ja, da kann auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Ja. Ich weiß gar nicht, was bei mir ist. Ich glaube, es ist das Emotionsinnere und es ist schon auch das Sakral. Das Sakral ist immer noch herausfordernd. Ja. Ja, wie sieht's denn mit euch aus, ihr lieben Zuschauerinnen? Habt ihr Fragen? Hast du Fragen? Was hast du dir vorgenommen? Nimmst du dir irgendwas vor? Was darf? Wo, in welchem Bereich möchtest du ein bisschen mehr du selbst werden im Jahr 2022? Ja, bin ich gespannt. Ja, was sind denn deine Silvesterpläne, Selina? Ich weiß es noch gar nicht so richtig. Ist ja erst 10. Selina hat es ja niemandem so richtig verraten, aber sie ist in den USA, ja, damit ihr euch nicht Ist so lustig, weil ich denke ja immer, ich habe es jedem verraten. Ne? Ich habe so wundert. viele Andeutungen gemacht. Und ich denke mir, das muss ja jeder verstehen. Und das ist vielleicht auch noch was, was ich noch mehr ins neue Jahr mitnehmen möchte, klarer zu kommunizieren. Das war dann so, ich war irgendwie, ich habe dann halt so Bilder vom Flughafen irgendjemandem geschickt. Und dann viel später so, hä, du bist in den USA? Und ich dachte mir, hä, ich habe dir doch geschrieben, ich war am Flughafen. Was denkst du denn, wo ich hinfliege? So, wo soll ich denn hinfliegen? Außer in die USA. Und dazu merke ich, bin manchmal schon sehr spärlich mit Informationen. Und auch mit meinem Bruder telefoniert an meinem Geburtstag jetzt und er so, ich weiß gar nicht so genau, wo du gerade eigentlich bist. Ich so, na, ich bin doch am Strand. Doch klar. Ja, also wir gucken mal, was heute noch passiert. Ich bin kein großer Silvester-Fan. Ja. Ja. Mein Mann und ich haben uns vorgenommen, Cobra Kai zu schauen. Cobra Kai ist sozusagen die Serie, die 10 Jahre nach Karate Kid kam. Mit den gleichen Darstellern. Und da gibt es eine neue Staffel auf Netflix. Das heißt, das werden wir gucken, bis wir nicht mehr können. Ja, großartige Pläne. Hab ein offenes Selbst und lerne es gerade neu zu definieren und ein Selbst zu haben. Ja, ich finde das undefiniert, also mein Selbst ist undefiniert, ist auf jeden Fall. Es ist eine Herausforderung, solange man versucht, ein eigenes Selbst zu haben, würde ich sagen. Es ist ja nicht so, dass man kein Selbst hat, ne? Man ist ja eine eigene Person. Aber es trotzdem irgendwie zuzulassen, dass man ein bisschen von den Wellen mitgerissen wird. Wenn es die richtigen Wellen sind, ist, glaube ich, das Geheimnis am offenen Selbst. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis bei jedem Center. Von Ja. den richtigen Energien mitgerissen zu werden. Ja. Und zu wissen, wann es genug ist. Ja. Ich habe, das ist so lustig auch mit, ne, wenn Leute so fragen, was hörst du für eine Musik? Da denke ich immer so, ne, keine Ahnung, halt Musik so. weil auch durch das Undefinierte, das ist, glaube ich, einer der Aspekte, die bei mir am stärksten durch das Undefinierte selbst geprägt sind, ist dieses, mein Musikgeschmack oder nicht Musikgeschmack, aber die Musik, die ich gerade höre, ist so abhängig davon, mit welchen Themen ich mich beschäftige, in welchen Kontexten ich bin und welchen Leuten ich begegne. Ne? Es gibt Musikrichtungen, die mag ich nie. Ne? Also Techno zum Beispiel. Nicht, dass ich es nicht ausprobiert hätte, aber
Na, oder so, wie heißt das? Hardcore-Metal, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das heißt anders. Ihr merkt schon, ich kenne mich nicht aus. Aber ansonsten schwankt das so stark, das ist irgendwie lustig. Also das auch anzunehmen, zu sagen, naja, ich habe halt nie so einen speziellen Musikgeschmack. Ich höre halt, was ich höre. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beschreiben. Und ich hatte so in meiner Jugend hatte ich so Freundinnen, die haben sich so mit Musik beschäftigt und sind immer auf Festivals gefahren. Ich habe mich da immer so schlecht gefühlt, ne, weil ich habe halt dann das gehört, was die so gehört haben. Ne? So ist es mir ja immer Musik empfohlen worden. Musik war immer da. Und so ist es immer noch. Wenn ich bei irgendjemand anders auch in der Story ein cooles Lied höre, dann nehme ich das mit auf in meine Playlist. Und wenn ich irgendwo bei einer Veranstaltung bin, frage ich nach dem Album und so. Und so ergibt sich irgendwie so meine Playlist und ja, ist irgendwie schön. Ist bei mir übrigens ganz, ganz ähnlich, obwohl ich ein definiertes Selbst habe. Das ist auch immer so, wenn ich ganz viel über das undefinierte Selbst höre, weil man das umkehrt und dann denkt, definiertes Selbst irgendwie haben so einen ganz strikten Richtung oder sowas. Das stimmt gar nicht. Ne? Gerade Leute mit dem 1-8-Kanal, wie ich den habe, ja, wir ändern uns ständig. Ne? Wir sind halt irgendwie immer wir selbst, aber wir verändern uns auch ständig. Und sind halt nicht so offen für Einflüsse von außen, aber im Inneren verändern wir uns auch ständig. Ne? Ich habe auch keinen festen Musikgeschmack. Aber ich mag auch kein Techno und kein Metal. Und vielleicht ist das auch mein Einfluss, der da bei dir ankommt. Ja, das ist lustig, ne? Dass wir oft denken, gerade wir mit dem undefinierten Selbst, dass die mit dem definierten Selbst, dass die so ganz fixiert sind in allem eigentlich, ne? Und das stimmt natürlich nicht, ne? Wir haben so einen fixierten Umgang halt damit. Und auch eine Unstetigkeit kann ja eine Fixiertheit sein. Also, dass man fixiert unstetig ist, ne? Also, auch das kann ja eine Fixiertheit sein. Ich liebe Leute, die mir da vielseitig Input geben, wie bei Musik. Ja, genau. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine Stärke von dem undefinierten Selbst sein kann, so Dinge wirklich so aufzusaugen, wirklich, ne? Das so ganz anzunehmen, da einzutauchen, mitzuschwingen mit anderen Menschen und was die so machen, ne? Was so deren Geschmack ist, Kleidungsstil, Musik, wie die reden. Wenn ich ein paar Wochen mit Leuten zusammen bin, die irgendwie anders reden als ich, dann rede ich halt danach so. Ne? Und ihr Ja. könnt halt auch so schön erkennen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ne? Ist das authentisch, was die Person macht oder nicht? Ich glaube, das erkennt ihr halt viel schneller, als ich das erkennen würde. Ja, manchmal merkt man, hat man wie so ein Gefühl. Das ist dann nicht so, dass ich weiß, wie der richtige Weg wäre, aber manchmal denke ich mir so irgendwas so wie irgendwas stimmt nicht zu 100%. Ja. Wobei jetzt Projektoren natürlich auch die fokussierende Aura hat. Ne? Es gibt so viele Wege irgendwie, wo wir einfach voneinander beeinflusst werden. Und das nicht immer so negativ zu sehen, sondern uns gegenseitig zu bereichern. Ich glaube, das ist auch Ja. so ein Schlüssel. Ich finde das auch. Ich meine, das Schönste, was ich über das undefinierte Selbst gelesen habe, ist halt, dass wir im Grunde genommen, was wir spüren über diese Offenheit, die wir da haben, ist halt die Seele von der anderen Person, ne? Als das Selbst als Sitz der Seele. Ich meine, wie schön ist das denn, dass du so ein feines, intensives Gespür hast für die Seele einer anderen Person? Ich meine, mehr geht ja wohl nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Was gibt's noch? Gibt's noch was? Ich glaube nicht. Wir können ja so einen kleinen Ausblick geben, was nächstes Jahr so ansteht. Oh ja, Falls du da hallo Lust drauf Mai. hast. Da habe ich Lust drauf. Steht der nächstes Jahr an mit unserem neuen großen Erzähl du Ich. doch mal, wenn du Lust drauf hast. Erzähl du doch mal. Ja, was steht so an? Wir haben große Pläne gemacht, ne? Und wir haben gemerkt, dass es ein Thema gibt, was sich immer wieder wiederholt und was für uns so wichtig ist, ne? Und das ist Verbindung. Und dass Verbindung
in mehrere Richtungen gehen kann. Ne? Es geht natürlich immer wieder um die Verbindung mit einem selbst. Ne? Dieses eigentlich so dieses Zurückkommen zum Herzen, was für mich auch immer beinhaltet, dieses Zurückkommen zur Seele. Zurückkommen zum eigenen Ich. Ne? True Me, hatte Kim vorhin geschrieben. Ich glaube, es war Kim. Das als ganz großen Bestandteil, aber es gibt natürlich noch die Verbindung zu den anderen, ne? Wo ganz viel sowas wie auch Grenzen und die eigene Wahrheit sprechen reinspielt, ne? Worüber wir jetzt so viel auch gesprochen haben. Und das hatte ich auch schon erwähnt, dass das einen größeren Stellenwert bekommt, diese Verbindung nach oben, Verbindung zum Höheren, zum Universum, zum Göttlichen, ne? Weil ich mittlerweile glaube, dass so wahre Heilung nicht möglich ist, wenn wir diese Verbindung nicht spüren können, weil wir dann immer. Wir können nicht vertrauen, wenn wir diese Verbindung nicht spüren können. Ne? Wir können gar nicht unsere Strategie leben im Human Design, wenn wir nicht glauben, dass es irgendeine Energie gibt, die uns die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zuspielen wird. Ja, das heißt, um diese drei Verbindungen wird es gehen, nächstes Jahr. Und wir starten im Januar mit einer Freude-Challenge. Freue mich das so toll drauf. So bin ich bei Instagram gestartet. Ich habe mit mir selbst eine 30-Tage-Freude-Challenge gemacht und als Accountability hab ich das bei Instagram gepostet. Ne? Hatte so ungefähr 2 Follower und vielleicht 10. Und das hat für mich so viel verändert in meinem Leben, ne? Weil ich hatte doch keine Ahnung, was mir Freude bereitet. Ne? Ich habe das irgendwie in einem Buch gelesen, was bereitet dir Freude? Da dachte ich so, weiß ich doch nicht. Ne? Lass mich in Ruhe. Verschwimme. Ja, das heißt Freude-Challenge, wo man dann auch ein bisschen mehr Austausch hat, ne? Weil das hatte ich in der Form damals nicht. Aber was haben wir denn noch vor, Selina? Oh ja, wir planen was Monatliches. Hm. Was ganz, ich will nicht sagen Neues, aber sowas ein bisschen Kribbelndes, was Magisches. Einen magischen, oh, wie heißt es denn? Göttinnen, Kontemplationszirkel? Wir haben einen ganz Ja. schönen Namen. Wo wir nochmal tiefer in so eine Kontemplationspraxis gehen, aber vor allem auch so ein bisschen Raum schaffen für Magie, für Ja. Überraschungen. Ich will gar nicht so Ja. viel verraten, aber darauf freue ich mich mit am meisten, weil ich das so selber so Ich aufregend auch. finde. Ich auch. Liegt vielleicht auch an meinem Tor 61 in der Venus, ne? Und alles Ja. okkultes Wissen. Ja. Ja. Genau, und dann wird es eine Art Genius-Ritual geben, was ich auch ziemlich cool finde, wo wir einfach nochmal tiefer reingehen, wer wir eigentlich sind. Eigentlich genau dieses neue Ich, ne? Nochmal dazu stehen und sagen, hey, das bin ich. Das ist mein Genius. Und genau, da haben wir was Schönes geplant. Gerne mehr. Kim. Also für alle, die jetzt sagen, irgendwas davon klingt gut oder alles. Wir haben extra jetzt einen Telegram-Kanal aufgemacht. Kanäle sind ganz angenehm, weil es da gibt es jetzt keine große Diskussion. Es gibt eine Gruppe, die damit verbunden ist, falls ihr diskutieren wollt. Aber falls ihr einfach nur reine Infos wollt, könnt ihr in den Kanal gehen. Und es gibt auch ein Infoletter, also ein E-Mail-Newsletter. Wenn ihr bei mir in die Links geht, das heißt, ihr geht auf mein Profil bei Instagram, geht in die Links. Und dann findet ihr die Links da, das heißt irgendwie auf dem Laufenden bleiben und dann gibt es den Kanal und es gibt den Newsletter, ne? Sodass, ne, manchmal bei Instagram verpasst man die Dinge, damit ihr informiert werdet, ne, über alles. Ja, da kann ich euch schon mal einladen, das ein oder andere zu abonnieren. Genau, und den Link findet man bei dir in deiner Bio. Bei mir noch nicht. Genau, Das wird genau. noch kommen. Bin immer ein bisschen Ja. langsamer. Ja. Genau, was machen wir noch? Oh, und dann haben wir noch ein großes Projekt. Genau, für alle, die Aktivierungssequenz schon gemacht haben, mit uns oder alleine, werden wir uns im nächsten Jahr mal der Venus-Sequenz und den Beziehungen mit den Verbindungen widmen. Also da wird Ja. auch was Cooles kommen. Ja. Und wenn es organisatorisch möglich ist, das müssen wir noch abklären, wird es auch
eine neue Art geben, die Aktivierung, die Jinkies-Aktivierungssequenz zu machen. Ne? Das war ja, so wie wir es jetzt angeboten haben, dieses Jahr war es eine sehr intime, intensive Begleitung von uns, was dementsprechend auch teurer war. Und wir wollen eine kostengünstigere Variante eventuell als reinen Selbststudiumskurs anbieten. Da müssen wir aber noch ein bisschen was abklären, ob das so möglich ist. Das gibt es vielleicht auch noch. Ja, das heißt, ganz viel Gene Keys. Die Freude-Challenge wird ganz stark mit Human Design auch verknüpft sein, ne? Dass wir uns verschiedene Aspekte nochmal angucken, die damit zusammenhängen. Was hält mich vielleicht auch ab von Freude? Ne? Wofür, was bringt mir eigentlich die Freude? Wofür habe ich eigentlich Energie, wenn ich in meiner Freude bin? Wie integriere ich sowas in meinen Alltag, damit es wirklich langfristig nachhaltig auch bleibt? Ja, und auch der Kontemplationszirkel, ne, wird ein bisschen angelehnt an die Gene Keys sein, ist aber nicht auf Gene Keys limitiert. Ne? In die Kontemplation kann man natürlich auch ganz normale Alltagsfragen bringen. Es geht darum, dass man sozusagen Fragen an das Göttliche richtet und schaut, ob man eine Antwort bekommt. Und das kombiniert mit ein bisschen Storytelling und einfach so einem magischen Raum, wo man zusammenkommt und den Alltag für einen Moment so hinter sich lässt und einfach sich öffnet, um dieses Besondere wahrzunehmen, ne, was in uns allen ist. Ja. Ja, wie gesagt, wenn euch das interessiert, abonniert den Telegram-Kanal oder den Newsletter. Wir stehen für Fragen zur Verfügung. Ne? Und ja, ich wünsche allen ein wunderschönes Silvester, einen schönen Jahresabschluss. Macht es euch richtig gemütlich oder wie auch immer ihr gerne feiert. Und dann einen guten Start in das neue magische Jahr. Dem kann ich mich nur anschließen. Lasst euch nicht zu sehr provozieren. Das ist gerade eine Energie, die rumschwirrt, die wahrscheinlich vielleicht nichts mit dir zu tun hat. Vielleicht aber auch schon, wie bei Christina. Ja, freue mich aufs nächste Jahr. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ja, so viele Herzen. Ja, schön. In diesem Sinne, Wir sehen uns genießt die Zeit. Wir sehen der uns anderen irgendwann. Seite. Tschüss. Ja, genau.